drei Fakten, die jeder gute Freund über mich wissen sollte. Ja, natürlich, dass ich Farben liebe, aber das ist klar, das sieht man sofort. Das muss ich nicht groß erwähnen. Man kann mich selber anschauen oder sich bei mir zu Hause umschauen. Jeder gute Freund darf natürlich zu jeder Tages- und Nachtzeit vorbeikommen. Das ist mir dann ganz egal, wie die Wohnung ausschaut. Ich finde, es muss nicht immer ausschauen wie aus einer Zeitschrift, wie aus dem Ei gepellt. Was für mich ganz wichtig ist, ist meine Familie und denen möchte ich es so bunt und schön und fröhlich wie möglich machen und ganz, ganz viel Zeit mit denen allen verbringen. Wir sind ja auch viele hier, also nicht nur mein Mann, meine Kinder und ich, sondern auch meine Eltern. Dann haben wir einen Stall voller Haustiere, die überall rumhupfen. Also das ist mir ganz arg wichtig, es uns zu Hause, uns allen schön zu machen und ja, einfach Freude zusammen zu haben. Ja, mein Haus ist wirklich richtig bunt und wie es vorher aussah, ja, wie eine richtige Bruchbude, aber schon ein roher Diamant, also das haben wir alle gleich erkannt und es war wie so ein verwittertes Hexenholzhäuschen und das war wirklich viel Arbeit, also man kann sagen, wir alle haben ein Jahrzehnt Arbeit reingesteckt. Vor allem schon ich mit den Farben natürlich und mit dem ganzen Garten, mit der ganzen Gestaltung und mit den ganzen Dingen, die man auch für die Kinder baut, das Bunte, das ist schon von mir ausgegangen. Und ich kann auch arbeiten wie ein richtiger Bauarbeiter. Also ist ja auch gut, muss ich nie ins Fitnessstudio gehen. Also ein einziges kreatives Projekt gibt es bestimmt nicht, was mir besonders ans Herz gewachsen ist, weil ich ja alles so gerne mache. Aber es gibt schon so ein paar Sachen, die ich mit besonderer Vorliebe mache, die ich wirklich auch nur zum persönlichen Vergnügen machen würde, ohne Bücher und ohne alles drumherum. Ich liebe Zeichnen, Malen, Illustrieren. Ganz klar, das habe ich schon im Kindergarten am allerliebsten gemacht. Meine ganze Jugend habe ich damit verbracht. Immer nur gemalt und gezeichnet. Getöpfert habe ich auch schon immer ganz gerne. Und nach wie vor ist das was ganz Tolles, Wertvolles, Besonderes für mich. Und schon diese ganzen großen Projekte, also das mit Beton, mit Stein, mit Mosaik, riesige Plätze bemalen, wobei das ja dann auch wieder mit Malen und Illustrieren zu tun hat, einfach Dinge bunt machen. Die größte Besonderheit an meinem neuen Buch. Also für mich war es erstmal schon neu und besonders, dass ich auch ein Ausmalbuch machen darf, weil ich da überall um mich herum schon irgendwelche tollen Ausmalbücher gesehen habe und da auch gerne drin rumblätter. Als Illustratorin ist man ja da besonders interessiert an schönen Formen und Mustern. Und die größte Besonderheit an meinem Ausmalbuch ist, dass ich so ein bisschen übers Ausmalen rausgehe. Das heißt, es ist ja wunderschön, was da für tolle Motive entstehen, wenn man die eben selber ausmalt, aber meistens ist es ja dann doch so, dass die im Buch drin bleiben. Oder ich hänge sie vielleicht höchstens mal als Bild an die Wand. Und ich habe mir jetzt solche Motive ausgedacht, die man wahnsinnig vielseitig verwenden kann. Also da bin ich wirklich gespannt, was die Leser wieder draus machen, weil ich finde, die Möglichkeiten sind schier unbegrenzt. Man kann winzige Welten in Streichholzschachteln reinbauen zum Beispiel. Also ich habe ganz viele kleine Elemente gezeichnet, also vom Pilz über das Glücksschwein, über Vögelchen, ganz, ganz viel Verschiedenes. Und da kann man richtige kleine Welten damit bauen. Oder man kann sie auf Grußkarten kleben, kann Geschenkanhänger machen, kann wirklich ganz nette Geschenke damit basteln, eben mit diesen vielen kleinen Sachen. Das hier ist zum Beispiel so eine Seite mit lauter schönen, ich würde sagen so ethnomäßigen Dreiecken. Wenn ich die nachher ausgemalt habe, kann ich die ausschneiden und dann habe ich eine hübsche kleine Girlande. Oder zum Beispiel gibt es schon auch so großflächige Ausmalmotive, die sind auch ein bisschen mehr Arbeit, die schön auszumalen. Aber so ein Motiv kann man auch toll ausschneiden und zum Beispiel auf ein Tablett kleben und dann wieder überlackieren. Also eigentlich habe ich bei allen Motiven, die ich gezeichnet habe, darauf geachtet, dass die sich nicht überlagern. Also wenn ich jetzt so einen Blumenstrauß hätte, wo lauter Blumen hintereinander, voreinander und nebeneinander, eben nicht nebeneinander sind, dann könnte ich sie nicht so gut ausschneiden. Aber meine Motive eignen sich im Grunde eigentlich alle zum Ausschneiden und dann kann ich dekorieren und verzieren damit, was ich will. Also egal, ob das jetzt ein Bilderrahmen ist, ein Foto, eine Postkarte oder wirklich ganz hübsche Anhänger, die man aufhängt oder so Klemmerchen an Wäscheklammern. Ja, was man eben möchte. Bin ganz gespannt.